Beim Online-Check testen wir die Angebote, die die nordrhein-westfälischen Kommunen den Bürgerinnen und Bürgern im Internet machen, für mehr Service, für mehr politische Beteiligung und für mehr Transparenz. Es ist gerade Anfang März. Wir steigen jetzt ein in die große Testphase. Jetzt sind die Abgeordneten dran. Alle 29 Abgeordneten aus der Grünen Fraktion testen, wie die Angebote in den nordrhein-westfälischen Gemeinden sind. Wir prüfen die Websites der Kommunen in NRW nach einem standardisierten Bewertungsbogen. Zum Beispiel prüfen wir, wie viele elektronische Bürgerservices gibt es. Kann ich online schauen, wie lange ich Wartezeiten im Bürgeramt habe? Kann ich online schauen, was mein Personalausweis macht, ob der schon fertig ist oder nicht? Kann ich online einen Kindergartenplatz beantragen? Das sind alles Beispiele für elektronische Bürgerservices. Der Online-Check ist wichtig, weil immer mehr Bürgerinnen und Bürger ja ihre Services oder ihre Kommune digital kontaktieren wollen und Sachen im Internet erledigen wollen. Und das können sie nur, wenn die Stadt auch entsprechende Dienste bereitstellt. Außerdem ist es wichtig, auch die Daten bereitzustellen, weil am Ende dadurch eine Szene entstehen kann, die mit diesen Daten etwas Tolles machen kann. Das heißt ja nicht umsonst, Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Wir können im zweiten Online-Check einen deutlichen Trend nach oben sehen. Es sind viele kommunale Homepages deutlich besser geworden, deutlich serviceorientierter, deutlich mehr darauf ausgerichtet, Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen und transparent zu informieren. Dieses Jahr hat Bonn seinen Spitzenplatz verteidigt und neu an der Spitze ist auch die Stadt Köln. Beide Städte haben ein ganz hervorragendes Angebot, was elektronische Services angeht. Beide Städte sind aber auch im Bereich Open Data ganz stark aufgestellt. Und das ist, weil Open Data eben ein Zukunftsthema ist, natürlich aus unserer Sicht ganz besonders bemerkenswert. In der Spitzengruppe geht es dann weiter. Auf Platz 3 ist Mülheim und dann kommt relativ schnell auch die Stadt Moers. Wir haben mit dem Online-Check jetzt eine Basis geschaffen für eine Ausweitung der Aktivitäten auf der kommunalen Ebene. Das wollen wir aktiv unterstützen als Land mit einem umfassenden Förderprogramm für kommunales E-Government, das wir als Grüne im E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen, das sich jetzt gerade in der parlamentarischen Beratung befindet, festschreiben wollen. Alle Ergebnisse des Online-Checks gibt es auf unserer Fraktionswebsite.